Bauexperte trifft Bankvorstand. Ich freue mich heute ganz besonders, Gregor Neuhäuser, einen der beiden Vorstände der Grafschafter Volksbank, im Podcast-Interview zu haben. In diesem ersten Teil des Interviews möchte ich einmal Gregor kennenlernen und fragen, wer ist überhaupt Gregor, wie ist er zu dieser Stelle gekommen und was macht überhaupt ein Bankvorstand den ganzen Tag? All dies erfährst du in meinem neuesten Podcast nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Ich freue mich heute ganz besonders mit Gregor Neuhäuser, einen der beiden Vorstände der Grafschafter Volksbank, bei mir im Podcast-Interview zu haben. Gregor, ich würde gerne mit dir heute über drei Dinge sprechen. Das eine, dass ich dich ein bisschen besser kennenlernen möchte, dass du mal was über dich erzählst. Wer bist du überhaupt? Wie wird man überhaupt Bankvorstand? Und wie bist du zu dieser Rolle gekommen? Das zweite, was natürlich meine Hörer unheimlich interessiert, ist das Thema Zinsen. Wie kann es sein, dass die Zinsen so schnell gestiegen sind in der letzten Zeit? Aber natürlich, die Vergangenheit können wir eh nicht ändern. Vielleicht versuchen zu verstehen. Wie wird es in der Zukunft sein? Wird der Zinssatz wieder fallen? Kriegen wir irgendwann mal wieder 1% oder wird er sich irgendwo auf diesem Bereich stagnieren? Natürlich kannst auch du nicht in die Zukunft schauen, aber dass du vielleicht so ein bisschen versuchst, dieses Auf und Ab der Zinsen meinen Hörern zu erklären, weil ich glaube, da ist einfach, dass viele nicht so das Verständnis haben, was läuft da gerade und auch ganz viel Angst gemacht wird. Und das dritte ist das Thema Nachhaltigkeit. Auch da habt ihr als Bank ja einiges gemacht, auch du selber dich weitergebildet und auch das interessiert mich natürlich sehr, gerade in diesem Podcast. Was habt ihr dort gemacht und was bedeutet das am Ende für euren Bankkunden und für die Zukunft? Wenn du als erstes einmal dich vorstellen magst, wer bist du, was hast du vorher gemacht und wie bist du überhaupt zu dieser Stelle als Bankvorstand bei der Grafschafter Volksbank gekommen? Ja, das mache ich gerne. Tobias, erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und freue mich auf den Austausch mit dir. Du hast ja drei interessante Punkte mitbekommen. Ich fange mal sofort mit dem ersten an. Wer bin ich? Also mein Name ist Gregor Neuhäuser, ich bin 46 Jahre alt. Ich komme tatsächlich gebürtig aus dem Rheinland, aus Düsseldorf. Habe da auch bis vor anderthalb Jahren gelebt, meinen Lebensmittelpunkt immer nur dort gehabt. Habe nach dem Abitur noch 12 Monate Bundeswehr gemacht, eine Zeit, die ich heute nicht missen möchte, die mich persönlich auch hat reifen lassen. Und danach habe ich eine klassische Bankausbildung begonnen bei einer Genossenschaftsbank, nämlich bei der Volksbank Düsseldorf-Neuss. Ich habe dort 12 Jahre gearbeitet, habe allerdings nach der Ausbildung so mein Faible für die Volkswirtschaft entwickelt und habe VWL studiert, berufsbegleitend in Köln und in Bonn. Habe aber immer in der Bank 2 Tage die Woche gearbeitet und in den Semesterferien, glaube ich, kann ich im Nachgang schon sagen, war ich fleißig und habe auch dort immer mir mein Studium so verdient. Nach dem Studium hat die Bank mich dann übernommen. Das war 2005 und habe dort eine klassische Kreditausbildung genossen. Ich habe in der Marktfolge angefangen, Analyse, Kapitaldienstfähigkeitsberechnung und Ratingerstellung bei Unternehmen. Habe da meine ersten Sporen sozusagen verdient, meine ersten Krediterfahrungen gesammelt, war dann auch mal auf der Venenz als Banker gerne die dunkle Seite des Geschäfts, der Sanierungsseite, habe da auch meine Erfahrungen sammeln dürfen, die auch sehr wertvoll waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bin dann 2008 in die Beratung gewechselt. Ich wollte jetzt beinahe sagen Vertrieb, aber das ist ja so ein Wort, was in Deutschland nicht so ganz positiv besetzt ist, also in die Beratung gewechselt und habe in dem Jahr auch meinen ersten Baustein tatsächlich gelegt, um irgendwann vielleicht mal Bankvorstand werden zu können. Ich habe das genossenschaftliche Bankführungsseminar in Montabaur machen dürfen. Wenn man die A3 runterfährt, dann kommt man in Montabaur so ein gelbes Schlösschen. Ja. Und das ist das Zentralbildungsinstitut des genossenschaftlichen Sektors. Und da kann man eben diese sogenannte Bankleiterqualifikation erwerben. Das habe ich 2008 machen dürfen. Wie das dann leider so war, im eigenen Haus geht es dann nicht so ganz, ging es nicht weiter. Dann bin ich zur Stadtsparkasse Düsseldorf gewechselt, im Bereich strukturierte Finanzierungen. Habe dort ein großes Firmenkundenkreditgeschäft kennengelernt, die Erfahrungen sammeln dürfen bei Konsortialkrediten, auch Finanzierungen von Private Equity Gesellschaften, von Leasinggesellschaften, Schuldscheindarlehenstransaktionen mit begleitet, Factoring Gesellschaften finanziert. Also habe
dort mein Kreditwissen tatsächlich, würde ich sagen, auf deutlich breitere Füße stellen können. Und dann bin ich nach 2 Jahren schon wieder weggegangen. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass ich mich in dem Haus nicht wohl gefühlt habe, sondern die Genobank Essen hat sich bei mir gemeldet. Ich bin zurück in den Verbund. Die suchten damals einen Bereichsleiter fürs Firmenkundengeschäft und haben mir aktiv diesen Job angeboten. Ich kannte durch meine Ausbildung 2008 den Montabaur jemanden dort, der mich dort ins Spiel gebracht hat und habe diesen Job bekommen und bin dann 2008 als damals 35-Jähriger dorthin gewechselt, weil ich die Riesenchance für mich erkannt habe. Das noch Essen ist nicht die Riesenentfernung, das sind 30 Kilometer. Es war vor allem antizyklisch zu fahren, das war sehr gut. Andersrum wäre nach Düsseldorf-Rhein morgens schwieriger gewesen. Und habe das super gerne gemacht. Und dann kam über den Headhunter damals ein Anruf, ob ich mir nicht vorstellen könnte, wieder zurück nach Düsseldorf zu gehen und ins Private Banking zu wechseln. Ich habe das erst nicht ganz verstanden, wie man einem Firmenkunden Menschen so etwas anbieten kann. Aber der Headhunter ist hartnäckig geblieben und auch die dahinterliegende Bank, das war die Walser Privatbank, das ist heute die alte Privatbank, die ist fusioniert inzwischen. Man hat sich sehr um mich bemüht und sie wollten einen Banker haben, einen Niederlassungsleiter für den Standort in Düsseldorf und in Stuttgart. Und dann habe ich so gedacht, nach fast 20 Jahren Firmenkundenkreditgeschäft, warum nicht die Seite mal wechseln und das Private Banking kennenlernen, das gehobene Privatkundengeschäft. Und habe das gemacht und muss ehrlich sagen, die Zeit war super. Also ich habe da auch ganz viel mitgenommen und ganz viel gelernt. Ja, und dann war es so, per Zufall im April 2021 habe ich die Stellenausschreibung hier gesehen. Und habe dann mich mit der Region, mit der Grafschaft beschäftigt, mit Nordhorn, vor allem mit der Grafschaft der Volksbank und habe dann sehr schnell festgestellt, das ist ja erstens gar nicht so weit weg von Düsseldorf und zum Zweiten eine spannende Region, eine starke Region, die den Strukturwandel geschafft hat. Und zum Dritten auch eine sehr solide und sehr gut dastehende Grafschaft der Volksbank. Ja. Und habe dann zum Hörer gegriffen und habe meinen jetzigen Vorstandskollegen Andreas Kinser einfach mal angerufen und gesagt, Herr Kinser, ich möchte Sie kennenlernen, bevor ich mich bewerbe, möchte ich ein Gefühl dafür kriegen, ob es bei uns beiden matchen kann, weil das ist schon sehr entscheidend, dass wir beide ein Gefühl füreinander haben und ich ein Gefühl dafür bekomme, ob es passen kann. Ja, und da haben wir uns getroffen auf dem Café. Das war super. Und dann habe ich mich ganz klassisch beworben. Es ist damals begleitet worden durch eine Personalagentur. Und dort habe ich mich ganz, ganz normal beworben, wie alle anderen Kandidaten auch. Und bin dann durch diverse Stufen des Bewerbungsprozesses durchlaufen, Interview, auch ein gemeinsames Abendessen war mit dabei, Vorstellung beim Aufsichtsrat, noch eine Vorstellungsrunde beim Aufsichtsrat. Und dann hat der Aufsichtsrat irgendwann am Ende die Entscheidung für mich getroffen. Und dann bin ich tatsächlich am 27.06.2022 mit meiner Frau hier nach Nordhorn gezogen. Und bin jetzt schon über 1,5 Jahre hier. Privat vielleicht noch. Ja. Verheiratet, ein Kind, meine Tochter, 9 Jahre alt. Bin selber jemand, der gerne Sport macht, gehe gerne laufen. Bin auch sehr sportinteressiert als Düsseldorfer. Mein Vater war bei den beiden Pokalsiegen von Fortuna Düsseldorf im Stadion und Gelsenkirchen. Da ist man natürlich auch Fortuna Düsseldorf-Fan mit der kleinen Hoffnung, dass mir das vielleicht auch gegönnt wird, ein Pokalfinale zu sehen. Aber bei dem Los in Leverkusen, glaube ich, wird es schwierig. Und selber auch ein großer Eishockey-Fan. Und da war auch dann tatsächlich die erste Berührung mit Nordhorn, denn Nordhorn hatte Ende der 90er Jahre eine recht erfolgreiche Zweitliga-Eishockey-Mannschaft und dagegen hat die DEG zweimal gespielt, 2 Saisons hintereinander. Und da ist mir das erste Mal Nordhorn tatsächlich auch an mir vorbeigefahren, sozusagen. Ja, also das Thema Eishockey, glaube ich, gehen wir nicht so tief drauf ein. Das ist gerade hier ein sehr verbranntes Thema mit der Eissporthalle, was nun immer auch hier passiert. Aber so habe ich bei dem ersten Gespräch dich auch kennengelernt. Auch da hast du schon von Fortuna berichtet und dass du immer noch gerne ins Stadion fährst. Und es ist ja wirklich, also von Emlichheim ist eine halbe Stunde länger, aber hier von Nordhorn ist ja ein Katzensprung einmal auf die Autobahn und man ist halt in Düsseldorf. Den Prozess deiner Auswahl habe ich von der anderen Seite miterlebt, also auch deinen Vorgänger kannte ich natürlich gut und du wirst dich da sehr, sehr gut verkauft haben, weil ich viele deiner Mitbewerber auf diesem Posten kennenlernen durfte, die natürlich alle gehofft haben, es wird jemand hier aus der Bank und
Ich glaube, dass die das auch sehr, sehr gut hätten machen können. Aber ich sehe gerade in dem letzten Jahr, dass du schon einiges hier verändert hast und deinen Stempel der Bank gibst im positiven Sinne. Und finde es deswegen auch sehr schön, dass jemand mal von außerhalb der Grafschaft dazugekommen ist und, glaube ich, der Volksbank dort ja, einen neuen, frischen Wind gibt. Ich muss auch sagen, dass wir uns privat hier total wohlfühlen. Ich bin oft gefragt, kann ein Großstädter, fühlt er sich hier wohl? Ja, ich kann das nur sagen, ja, wir fühlen uns nicht nur wohl, wir fühlen uns sauwohl. Ich habe in Düsseldorf, bin am Karlsplatz geboren, also mittendrin getümmelt. Das hat viele Vorteile, das hat aber auch eben viele Nachteile. Und hier ist es alles deutlich ruhiger, beschaulicher. Ich vermisse wirklich nichts, wir vermissen nichts. Wir haben ein schönes Häuschen hier gefunden in der Grafschaft. Wir fühlen uns in Nordhorn wohl, wir fühlen uns in der Grafschaft, ob es Neuenhaus, Endlichheim, hast du eben angesprochen, schon auf Bad Bentheim, Gildehaus ist. Wir fühlen uns wirklich wohl, wir fühlen uns auch vor den Menschen hier toll aufgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, ja, es war ein Wagnis, diese Entscheidung zu treffen, die auch, das war damals die Bedingung, mit dem Wohnortswechsel verbunden war. Es hätte sicherlich die Option gegeben, zu sagen, komm, behalte deine Wohnung in Düsseldorf und pendel, aber das hat für mich gar nicht zur Debatte gestanden. Ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich es mit Haut und Haaren und bin noch vor Amtsantritt umgezogen und habe meine Zelte in Düsseldorf tatsächlich abgebrochen. Mein Bruder und mein Vater leben noch in Düsseldorf, aber wir haben hier unseren Lebensmittelpunkt. Ich bin auch hier seit dem 27.06. in Nordhorn in der Grafschaft gemeldet, habe meinen Erstwohnsitz hier und ich wollte damit auch unterstreichen, dass ich Grafschafter werden möchte, dass ich hier hingehöre, dass ich hier dazugehören möchte zu der Region und auch mich hier anpassen möchte an die Menschen, die hier leben und mich in die sozialen Gefilde eben einbringen. Ja, und ich glaube, das machst du ganz gut. Also das, was ich von außen auch sehe in den Socials oder halt auf den Messen, die Reden, die ich von dir hören durfte, ich glaube, dass du das sehr, sehr gut in kürzester Zeit gemacht hast. Wenn du vielleicht meinen Hörern mal sagst, was macht denn ein Bankvorstand den ganzen Tag? Was ist denn so dein normaler Arbeitsalltag und was ja, ist so dein tägliches Berufsleben? Ja, also jetzt haben wir die große Aufgabe, ist es natürlich als Bankvorstand und damit irgendwo als Unternehmer das Unternehmen weiterzuentwickeln, was es eben schon angesprochen. Die Grafschaft der Volksbank hat sich in den letzten Jahren super entwickelt, aber eben um uns herum, wir kommen gleich nochmal zu dem Thema Zinsen, tut sich eine ganze Menge, geopolitisch tut sich eine ganze Menge. Aktuell leben wir in Zeiten, die nicht nur für die Baubranche, auch für andere Branchen nicht so einfach sind. Und da muss man sich halt anpassen. Und das ist halt unsere Aufgabe, strategisch dieses Unternehmen auf den Markt auszurichten, um eben mit der Zeit zu gehen. Und das ist, sagen wir mal, die große übergeordnete Aufgabe. Wie sieht mein Tagesalltag aus? Ich bin ein Early Bird. Ich bin morgens um 7:15, 7:30 im Büro. Und dann ist mein Tag eigentlich bestimmt aus Sitzungen, aus Terminen, wo Bereichsleiter, wo bestimmte Bereiche Entscheidungen vorbereiten, wo ich vielleicht vorher Impulse gesetzt habe und wo dann der Bereich diese Impulse aufnimmt, analysiert, Entscheidungen vorbereitet, dann setzt man sich zusammen, bespricht das und dann entscheiden Andreas und ich das gemeinsam, in welche Richtung wir gehen. Das ist zum einen, ich führe viele Kundengespräche, ich bin auch in einigen Kundengesprächen mit dabei, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Natürlich gehören dazu auch Repräsentanzfunktionen mit dazu. Natürlich gehört da auch das Gespräch mit der Bankaufsicht mit dazu, ob es die Bundesbank ist, ob es die BaFin ist. Das sind alles so Themen. Dazu gehört klassische Gespräche mit den Bereichsleitern, die also in meinem Ressort sozusagen mit den Bereichsleitern über Strategisches zu sprechen, aber auch über operative Fragestellungen, sei es ein Kreditantrag, sei es eine Fragestellung. Also das sind so im Grunde genommen die übergeordneten Dinge. Operativ bin ich fast gar nicht mehr tätig. Ich glaube, das ist auch verständlich. Also ich schreibe keinen Kreditantrag mehr selber, aber ich bin, oder so verstehe ich zumindest auch meine Rolle, wenn ich im Kundentermin bin, auch wenn ich die alleine wahrnehme, in der Regel ist dann der Betreuer oder auch der Bereichsleiter mit dabei,
ist auch mein Anspruch immer, ja, ein Geschäft mitzubringen, was ich dann ins Haus weitergebe und delegiere und was dann aufgenommen wird, aufgegriffen wird und dann hoffentlich irgendwann mal als Geschäft umgesetzt wird. Mhm. Also so verstehe ich zumindest meine Aufgabe. Und ansonsten, ja, ich habe es letztens meiner Tochter versucht zu erklären, der neuen Halbjährigen, was machst du eigentlich den ganzen Tag im Büro? Eigentlich ist mein Hauptthema ist Kommunikation. Mhm. Entscheidungen erklären, Entscheidungen begründen, die dann kommunizieren, die Menschen mitnehmen hier im Haus, das ist so die Hauptaufgabe. Das ist ja einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Also für mich sind die letzten 2 Jahre, die bei uns in der Branche doch sehr, sehr schwierig waren, einer der Hauptpunkte, dass jetzt eine neue Regierung sich schwer damit tut, die Sachen, die sie wollen, wo ich im Großteil vollkommen dahinter stehe und glaube, das sind gute Entscheidungen gewesen, aber sie haben sie echt unglücklich kommuniziert. Und diese fehlende Verlässlichkeit in der Branche, aber halt auch für mich ist dieses Heizungsgesetz so das beste Beispiel dafür. Wenn man einem Deutschen erklärt, du bekommst mindestens die Hälfte vom Staat geschenkt für ein innovatives neues Produkt. Und wenn du im Rentenalter bist und nur unter 40.000 Euro Bruttoeinkommen hast, sogar 70%, mehr als 2/3. Und wir Deutschen kritisieren immer noch. Also ich bin ja auf der Beratungsseite und damit im Verkauf. Und als Verkäufer lernt man, dass man Dinge, auch unsere Bankprodukte, einfach erklären und verkaufen muss. Und ja, genau das hat die Regierung eben nicht getan. Sie hat es nicht geschafft, ihre eigentlich guten Ideen uns gut zu verkaufen. Ja, und wenn wir da von der Heizung, üblicherweise dann die Wärmepumpe, wenn wir das mal transferieren auf ein Elektroauto, wenn man jetzt gesagt hätte, wenn ihr euch ein Elektroauto kauft, bekommt ihr mindestens die Hälfte vom Staat dazu. Liebe Rentner, ihr kriegt sogar 70% dazu. Dann bin ich sicher, dass die sehr, sehr gut verkauft worden wären. Und wenn man das gut kommuniziert hätte, sowieso. Weil ich kenne sowas nicht. Subventionen ist nicht unbedingt gut, also davon abhängig sowieso nicht. Aber wenn man dort was Sinnvolles macht und das ein bisschen anders kommuniziert hätte, dann glaube ich, wäre das ein großer Erfolg. Weil wir merken in der Sanierung, ich habe im letzten Jahr gedacht, Sanierung wird das richtig große Ding. Das habe ich aber bei Smart Home auch schon mal gedacht und mich getäuscht. Da ist es so ruhig, weil die Leute einfach nicht mehr wissen, was sie sollen, was sie dürfen, was es bringt. Und wir müssen bis 2050 ganz Deutschland sanieren, wenn wir den Plänen der EU folgen. Aber so richtig die PS auf die Straße bekommen wir zurzeit nicht. Dies war das erste Teil des Interviews. Und wir durften heute Gregor einmal ausführlich kennenlernen, haben erfahren, wie ist er überhaupt zu dieser Stelle gekommen und was macht ein Bankvorstand den ganzen Tag. In der nächsten Folge geht es um das Thema Zinsen. Dort wird Gregor uns erläutern, wie der Zins in den letzten 2 Jahren so stark gestiegen ist, so schnell wie noch nie zuvor, aber auch uns einen Ausblick geben, was er glaubt, was in diesem Jahr mit den Zinsen passiert. Werden sie wieder fallen? Werden sie gleich bleiben? Oder werden sie steigen? All dies erfährst du in meinem nächsten Podcast nächste Woche Sonntag. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.